Wir haben es geschafft. Und ich beende mich auch mit diesem Ende hier. Und tschüss. Part. Wir haben ja schon einiges geschafft und sind auf dem Weg zum Ende. So, erstmal die Steuerung wieder gewöhnen. Bei Most Wanted 2012 ist die Steuerung ein ganzes Stück anders. Aber es sollte alles kein Problem sein. So, hier vorne haben wir unser nächstes Rennen. Und zwar hier drinnen in der Ausbuchsung. Und los geht's. Ein schöner Sprint von hier nach dort. Von meiner Wohnung zur Nutte. Oh, die Nutte steht ja hier. Okay, dann zu mir nach Hause. So, mein Audi hat Power ohne Ende. Dementsprechend werden wir ordentlich Vollgas geben. Ah, ich muss erst mal gucken, wo Noss ist. Ja, ist ein bisschen ungewohnt, wenn man nebenbei auf einem anderen Kanal noch ein anderes Need for Speed Teil zockt. Und dann auf einmal, wie soll man sagen? Ja, sondern nicht mehr so genau weiß, wie die Steuerung ist bei dem anderen Spiel. Aber zu meinem Glück habe ich das Spiel hier ja fast durch. Ja, oder besser gesagt das andere, von daher ist es nicht so schlimm. Jo, ich bin leicht erkältet. Ich weiß nicht, ob ihr das unbedingt hört, aber das ist ja dementsprechend scheißegal. Ich bin ich. Und das ist grausam. Ich hätte mal Need for Speed Underground 2 durchspielen sollen, bevor ich das andere für den anderen Kanal gestartet habe. Ich will immer die anderen Knöpfe drücken zum Gas geben oder zum Bremsen. Das ist schon ein bisschen schwer. So, wie von erklärt, ich bin leicht erkältet. Aber das sollte ja nicht stören. Ja, ihr seht, ich drücke ab und zu mal NOS, obwohl ich bremsen will. Ja, ist ein bisschen komisch, ich weiß. Aber naja, solange ich noch Erster bin, ist alles in Ordnung. Ich glaube, wenn meine Freundin das jetzt mitkriegt, dass ich aufnehme, wird sie sagen, nee, du bist doch krank. Krank aufnehmen, nee, kannst auch zur Schule gehen. Okay, eigentlich sehe ich das genauso, aber ich bin ja vor heute noch krank geschrieben. Und so stark sind meine Halsschmerzen nun auch nicht. Und warum soll ich den Tag nicht ausnutzen? Ich habe eh keinen Bock, zur Schule zu gehen. Nein, ich will hier kein Schmarotzer oder sowas, aber trotzdem. Ab und zu habe ich echt keinen Bock. Auch wenn ich heute nur 4 Stunden oder 3 Stunden gehabt hätte, weil 2 ausgefallen wären. Oder? Ach, keine Ahnung. Mann, mir doch egal. Ich bin hier am Aufnehmen. Das ist die Hauptsache. Der Kanal geht vor. Nein. Oder doch? Das weiß man nicht so genau. Jo, fett. Ein Flackern. Und es regnet. Aber das ist mir scheißegal. So, zunächst fahren wir zu dem Driftrennen hier drüben. So langsam geht das auch mit der Steuerung. Ich musste halt nur erstmal wissen, wo ich richtig... Verarsch mich nicht. So, und dann kommen wir hier zu einem Driftrennen. Street X, ablehnen. Wieso zeige ich dir mal was anderes hier an? Ach, da! Ah! Ja, ihr wisst ja, Street X hasse ich wie die Pest. Entschuldigung, wenn das öfters mal passieren sollte, tut es mir wahnsinnig leid. So, wir kommen zu einem Driftrennen und werden natürlich die Meute ordentlich einheizen, ordentlich zeigen, was es bedeutet, Punkte zu holen. Auch wenn der Audi nicht der beste Auto dafür ist, also in meinen Augen, aber egal, Punkte holen ist Hauptsache. So, ich bin mal gespannt, wie viele Parts es allgemein noch werden. Da wir ja nicht mehr viel offen haben. Auch wenn die Prozentzahl was ganz, ganz anderes sagt. Aber ich habe schon öfters durchgespielt und ich habe meist nicht immer den Rest gefunden.
Weil es schon, ja, es fehlen meist 20-30%, wo ich mir denke, wow, wo ist der Rest geblieben? Ich hatte eigentlich alles soweit gemacht gehabt. Aber komischerweise fehlten immer ein paar Prozent. Naja, was soll man machen? Es ist nun mal so und, ja, ich würde mal sagen, wir lassen das Ganze so auf sich beruhen. Also in meinen Augen ist das der letzte Sponsor allgemein. So, wir hauen hier gerade einen Hammer Drift hin. Wie geil ist das? 18.000 Punkte. Manometer, war das geil. Also wir sind mit 77.000 Punkten Erster. Also wenn mir das jetzt jemand klaut, dann muss ich hammergottig sein. So, 17.000 nochmal ein kolossaler Drift. Oder kolossal, ach keine Ahnung, wie das ist. Wahnsinn. Okay, mehr kriege ich. Kolossaler Drift mit 20.000. Oh, abgefahrener sogar. Ja, natürlich drehe ich mich hier im Kreis. Ich möchte aber zum Ziel mit 114.000 Punkten. Sollte es kein Problem sein. So, ich merke gerade, ich habe noch nichts gegessen. Mein Magen spielt gerade gut verrückt. Wird Zeit, dass Frauchen nach Hause kommt. Und wir endlich essen. Pommes mit Cheeseburger. So. Ich habe mir auch heute die neue Computerbildspiele gekauft. Da war Anno 16 oder 17? Nee, 1701 ist da drin, ne? Ich bin gespannt, wie das ist. Okay, wenn ihr den Part seht, denkt ihr, wow, das ist doch schon ein, zwei Monate her. Was labert er? Ja, wir haben eine Woche vor Weihnachten. Oder besser gesagt, zwei Wochen. Ist in Ordnung. Hey, ich bin ich, okay? Also. Take it easy. Chillt ab, Mann. Jo, perfekt. Sie schreibt mir gerade, dass ich jetzt anmachen kann. Das mitten in der Aufnahme. Naja, bis sie hier ist, dauert sowieso noch ein bisschen. Von daher ist es halb so wild. Wenn ich jetzt schreibe, dass sie zum Arzt kann, auch wenn es schon nach 11 Uhr ist, dass sie auch ab und zu dann welche reinlassen, egal ob die aufhaben oder nicht, ich glaube, dann killt sie mich. So, dann wollen wir mal, da unten ist noch ein Rundkurs. Dort werden wir dann mal hinfahren. Den Stern machen wir noch nicht. Ich will erst den Rundkurs hier unten in der Ecke haben. Damit wir das auch schon haben. So, und dann wollen wir mal... Oh, ist das ein langes Ding. Aber teilweise Autobahn. Also geht das ein bisschen schneller. So, Nos kriege ich ja hinterhergeschmissen. Von daher kann ich das hier ein bisschen gleich zum Anfang ordentlich raushauen. Okay, diese Scheißecken hier am Flughafen, die hasse ich wie die Pest. Mann, 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 Mann. So. Ja, ich fahre ein bisschen blub. So nach dem Motto, ich habe gesoffen. Ja, ich fahre mit Absicht so. Ja, warum nicht? Warum soll ich normal fahren? Ich wüsste nicht, warum. Oh, shit. Ich glaube, wenn ich so im realen Leben fahren würde, ich glaube, ich würde meinen Führerschein nie bekommen. Ja, okay, ich bin 25, ich habe keinen Führerschein. Ist in Ordnung, braucht mich nicht niedermachen. Ich schiebe aber vielleicht auch daran, weil ich keinen Bock habe auf den Führerschein. Wow, jetzt geht bestimmt die Diskussion los. Das könnt ihr ja gerne in den Kommentaren machen. Und ich sag ganz ehrlich meine Meinung, ich habe keinen Bock auf den Führerschein. Weil, ja, warum eigentlich? Ich bin auf dem Auto nicht angewiesen, ich brauche es gar nicht. Das wird bei mir eigentlich so gesehen nur rumstehen. Okay, ab und zu denke ich mir schon, dass ich gerne ein Auto hätte. Wenn ich bis 20 vor 3 Schule habe und dann bis um kurz vor 4 warten muss, bis der Bus kommt, ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber ansonsten, ich bin so aufs Auto nicht angewiesen. Okay, einmal im Jahr Gamescom.
Aber da machen wir Fahrgemeinschaften, von daher brauche ich ihn nicht. Und ehrlich, wer mich privat kennt, weiß auch den nächsten Grund oder den richtigen Grund oder ne, richtig den Grund oder nee, die wissen auch einen Grund, wieso, weshalb, warum ich den Führerschein nicht mache. Da gibt es ja noch einen Grund, aber den muss ich nicht unbedingt hier so preisgeben. Denn das geht zu weit ins Intime oder besser gesagt ins Private rein und da sage ich dann, wow, hey Leute, nee, kommt. Also nicht in mir. So, mich sehen, mein Zimmer sehen, wow, alles kein Problem, aber wenn es dann doch schon in die Sachen reingeht, wow, Intimität oder in die Privatsphäre, dann sage ich doch, okay, ist in Ordnung. Aber naja. Wir kommen hier erstmal zurück zum Spiel, um nicht abweichend davon zu werden. Wir sind in der zweiten Runde und haben gleich die Runde geschafft. Dementsprechend kann man auch schon sagen, Runde zu Ende, Part zu Ende. Perfekt. Zwei Runden oder zwei Rennen in einem Part geschafft. Okay, das Rennen ist ein bisschen länger. Ho, ho, ho. Hätte ich jetzt fünf Drag-Rennen, würde ich die alle locker schaffen in einem Ding. Aber nicht, wenn du hier so einen langen so einen langen Rundkurs mit drin hast, ist das Ganze natürlich ein bisschen abgeschattet, sag ich mal, oder besser abgegrenzt. Weil so ein Rundkurs natürlich ein ganzes Stück Zeit in Anspruch nimmt. Du fährst ja nicht von A nach B hin. Nein, du musst von A nach B dreimal im Kreis fahren. Sprich, A ist dein Start, B ist dein Ziel. Also, so gesehen, A ist dein Start, B ist dein Start. Und dreimal, und das nimmt schon eine Zeit, und wie ihr seht, ich fahre schon 1 Minute 30 für eine Runde. Ich hoffe, ich kriege das hin. Denn ihr wisst ja, ich habe meine 15-Minuten-Sperre. Und das damit ist nicht zu scherzen, ganz ehrlich. Weil wenn der jetzt länger dauert wie 15 Minuten, der Part, bin ich gearscht. Dann muss ich den wieder schneiden, das hört sich wieder scheiße an wie den letzten, in den letzten Parts. Da hatte ich ja, wie ihr wisst, einige, wo ich dann nachschneiden musste, wegen den 15 Minuten, wegen den Strike. Und das Ganze ist natürlich scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. So, wir sind in der letzten Runde und laut meiner Berechnung sollten wir es schaffen. Natürlich, wenn ich jetzt einen riesen Unfall baue oder richtig nach hinten falle, dann natürlich nicht mehr. Aber ich werde natürlich mein Bestes geben, damit es nicht passiert. So. Ich habe so das Gefühl, dass jeden Augenblick meine Freundin nach Hause kommt und mich dann anschnauzt, warum ich kein Essen gemacht habe. Schatz, wenn du das hörst, sei nicht sauer. Es ist alles nicht gemeint. Nicht böse gemeint. Also wollen wir mal ein bisschen Vollspeed geben hier. Ich weiß ja nicht, wie schnell sie nach Hause fährt bei der Kälte. Wir haben minus 13 oder 14 Grad gehabt. Oder haben es gerade. Wie ich vorhin Richtung Saatdruck gefahren bin, hatten wir minus 16. Also damit ist ehrlich gesagt nicht zu scherzen, ganz ehrlich. Mir war so arschkalt auf dem Fahrrad. Und wie ich nach Hause kam, meine Haare waren so gefroren. Mein ganzes Fahrrad war vorne weiß durch den ganzen Frost. Also ganz ehrlich, mit der Kälte ist nicht zu scherzen. Und dann wärst du noch dumm angemacht, weil der Bürgersteig bei uns nicht gestreut wird oder sonstiges, übelst glatt ist. Und dann wärst du noch von den Autofahrern dumm angemacht. Wieso, weshalb, warum du auf der Straße fährst? Weil die es nicht kapieren, dass du mit deinem Fahrrad auf der Straße fährst, weil das auf dem Bürgersteig zu gefährlich ist. Nee, komm, ich will mir lieber 5-6 Beine brechen, anstatt lieber auf der Straße zu fahren. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wenn du denen dann die Meinung sagst, ne, von wegen, dass es klappt und so, dann pöbeln die richtig los. Da würde ich am liebsten nur aufs Auto zugehen, die Scheibe einschlagen und sagen, hier, komm, merkst selber, ne? Aber natürlich hatte ich diesen Vorfall noch nicht gehabt. Meine Freundin erzählt mir immer wieder, dass sie angemotzt wird auf der Straße. Und ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen asozial. So, wir haben es geschafft. Bevor ich hier noch weiter dumm rumrede, würde ich sagen, das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Part. Audio ho und tschüss.